Hallo alle zusammen, die Tanki Nummer 36 ist fertig. Heute muss ich mal selbst den Kameramann machen. Die Kameramänner und Frauen sind alle krank. Ich habe mich auch ein bisschen angesteckt. Ich versuche mal, ob es funktioniert so. Auf der einen Seite, auf dieser Seite gestimmt auf isländische Zwiegesänger. Ja, denkt dran, am besten mit Boxen das Ganze abspielen, weil die Lautsprecherboxen von den Laptops sind einfach nicht in der Lage, die tiefen Vibrationen rüberzubringen. Ich freue mich sehr, die hier geht nach Oberösterreich, das heißt, es verteilt sich langsam, ist hier schon eine in der Schweiz und so. Ja, wer Interesse hat, gerne melden. Ich mache noch ein kleines Vorspiel nochmal. So, ich kann dann halt nur mit einem Klöppel. So, die andere Seite ist gestimmt auf Akebono. Ihr seht, ich habe da jetzt immer so ein Wellenmuster rundherum. Das gefällt mir ganz gut. Das ist die Akebono-Seite. Ich muss so dicht rangehen, dass man es richtig hört. Ihr seht, ich nutze immer hier so Filzklöppel, die relativ hart sind. Man kann auch welche holen, die weicher sind. Dann hört sich der Aufschlag nicht so hart an. Ich mag das halt ganz gerne so. Das ist halt Geschmackssache. Ich empfehle immer, am besten geht da mit der Tanki, wenn ihr sie habt, in ein Musikgeschäft und probiert einfach mal die Klöppel der Reihe nach durch. Was gibt es noch zu sagen dazu? Auch hier nochmal natürlich, man kann hier auch die Töne wieder verändern, indem man Industriemagneten nimmt. Und da kommt man hier halt sehr gut, ihr seht ja die Größe vom Loch rein und kann die dann reinschieben. Und je nachdem, wo man die auf der Innenseite dann befestigt, verändert sich nochmal der Ton. Das heißt, man kann das auch nochmal stimmen. Es macht auch hier nochmal einen Unterschied aus, ob die oben und unten offen sind. Ich habe sie jetzt wirklich nur ganz rechts und links ganz zart am Knie auflegen, dass einfach, ihr hört dieses, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, diese... Ja, dieses Schwingen halt, weil oben und unten manche Töne gleich sind. Die habe ich ein bisschen unterschiedlich auseinandergestimmt, dass diese Welle halt entsteht im Ton. Das ist die Besonderheit bei den doppelseitig gestimmten Tankis. Wenn ich sie nochmal aufliegen habe, dass unten die nicht mitstimmen, mitschwingen, dann hört sich nochmal ein bisschen anders an. Also es gibt ziemlich viele Variationen, wie man rumprobieren kann und rumspielen kann und kann schön damit wegschweben.
Ja, wer Interesse dran hat, die E-Mail-Adresse steht unten drunter. Meldet euch, freue ich mich sehr drüber. Ansonsten alles Gute, passt auf euch auf. Ciao!